Ja, wenn ich dich hier so sehe. Ich meine, der letzte, der war ja nicht so der Burner, oder? Ja. Nummer 3 im Bunde. 4, 42. Sinn des Lebens. Oder was 41? Ist ja auch egal. Stumpf! Tja, das bringt Kraft runter, also Angriffskraft. Das ist nicht so schön, aber naja. Spring macht eh Zufallschaden, da wirkt es nicht so viel aus, auch wenn es trotzdem physischer ist. Ich meine, bei meinem Glück habe ich eh eine Chance, dass Spring immer 1 abzieht. Wobei es jetzt gerade geht. Der hält doch an. Langsam. Ja. Senkt natürlich die Aktivität und ich glaube, der kann nur so einen Quatsch. Aber wir haben ja das Glück, dass es nur für den Kampf zählt. Also, ja, ich bin voll Tempo dran auf einmal, also. Daran merkt man es doch. War stumm. Kannst du was anderes, du kleiner Idiot? Fehl. Oder Fee, was da noch stand. Mit zwei Ausrufezeichen. Oder habe ich das wieder noch falsch angesehen? Flop und schon ist er tot. Ja, na gut. 599 Cenny. Aber wenn die alle so wie die hier sind, sie sind eigentlich gar nicht gruselig, oder? Hey. Daher. Du. Wo ist er? Da drüben ist meine Kommode von eben. Nichts. Also hier ist der, da ist auch der Schrank. Der Flur mit den Bildern. Manche Nacht, obwohl niemand da ist, höre ich Stimmen aus diesem Zimmer dort. Das Bildzimmer mit den Bildern natürlich. Was meinst du? Obwohl ich ja, bitte hasse ich dieses Haus zutiefst. Es ist zu groß und die Anordnung ist verrückt. Einfach unheimlich. Da steht doch eine hübsche Frau, was hast du eigentlich? Fand das Multivitamin. Dupp. Jetzt sind wir in der Eingangshalle, einmal hier durch. Und Gegner. Es dürfte... Ach, es könnten mehrere sein. Ich dachte vielleicht, weil es ein enger Flur ist. Ja, zwei Schaden, das geht noch. Bäm und Spring. Ja, ich bin ein Springfanat momentan, aber das legt sich wieder. Wir haben noch jede Menge vor uns. Knack. Knack den Arm ab. Ich weiß nicht, hat das was gebracht überhaupt? Tod. Okay. Ich frag nicht nochmal nach. 11. Nochmal Autokampf, das dürfte in Ordnung gehen. Gleich mal heilen. Ich sehe, Tippo hat keine Magie mehr gleich. Ja, Crit. Ja. Schwach gewonnen. Die Viecher bringen kein Geld, das ist doof. Ja, egal. Heilen wollte ich. Zu weit gedrückt. So, Tippo ist noch ganz gut bedient. Nichts. Da steht ein Klavier, glaube ich, oder? Nichts. Das sieht mir noch sehr nach Küche aus. Und da kraucht sogar einer. Heilkräuter. Ja gut, dass hier Schaben sind. Schaut euch doch mal an. Schaut euch das mal an. Selbst die Türen zur Küche sind mit Brettern vernagelt. Ich weiß nicht, ob er von Dieben Angst hat. Aber er ist nicht normal. Das steht fest. Dann wärst du heute schon normal. Ich meine, du kochst Essen, ne? Jo. Ach, jetzt bin ich hier. Und Gegner. Hi. Ich glaube, das ist überflüssig hier. Ich glaube, wir stehen nur Betten, oder? Donnerruf. Gut, die können nicht so viel. Autokampf. Das dürfte in Ordnung gehen. Nun. Ansturm. Was macht das eigentlich? Das bringt überhaupt nichts. Zwei oder drei zieht das ab, aber sonst. Keine Ahnung. Nochmal. Boom, boom und kaputt. Ja, zum Glück haben die ja nicht so viel. Bringt aber höllisch viel Erfahrungspunkte. Die könnten ruhig immer kommen. Das wär, hätte ich nichts dagegen. Das war mein Lieblingsgegner hier drin. Früher gab es hier viele Bedienstete. Da der Bürgermeister jedoch zu geizig ist, haben alle gekündigt. Kommt mir bekannt vor. Hier steht sogar noch im Schrank. 600 Cent, Halleluja. Ist ja so geizig, dass er so viel Geld im Schrank liegen lässt. Danke, kein Gegner. Jung. Und Ryu geht vor. Was heißt das natürlich? Geist-Time.
Und wenn es aufgefallen ist, was mir auch erst das letzte Mal, glaube ich, aufgefallen ist, wir haben gegen die Geister in jede Richtung gekämpft. Also einmal nach oben links, dann nach oben rechts, dann nach unten rechts und dann nach unten links. Beziehungsweise jetzt erst nach unten rechts. Bleib stehen! Leben kommst du hier nicht raus! Ich bin der Achte! Ja, ja, wir wissen's. Du bist ein McNeil. Komm, bringen wir es in die Sache hinter uns. Wumm! Sehr nett. Ja gut, ich meine Nummer 4 im Bunde. Da boxen. Die übliche Prozedur. Achso, ich habe nur noch einmal Simon. Da müssen wir ein bisschen abweichen vom Kurs. Naja, ist ja egal. Aber ich glaube, vielleicht kommt eh ein Speicherpunkt und dann machen wir mal Feierabend. Für heute. Denn das schlaucht ganz schön, dieses Dungeon hier. Ja, Blattmörder oder ein normaler Angriff. Springen. Aufbrausen, oh mein Gott, der kann zaubern. Holy hell. Mach platt. Rache. Ja, Rachegeist. Oder was ist los? 41. Gut gemacht. Rache. Ich sag doch Rachegeist. Stimme bleibt da. Mal springen. Oh, jetzt wird's knapp. Mit mal mit Leben und so. Quark. Los, stirb schon. Nein, keine Rache. Aha. Bitte sei tot. Ich muss heilen. Ist immer noch nicht tot. Verdammt, wie viel Leben hat der? Ja, Tempo heil ich mal vorsichtshalber. Oder heil mal mich und ich heil Tempo. Drum ist klüger. Und ich bin auf einmal zuerst dran. Hm. 25 nur? Was soll die Scheiße auf einmal? Aufbrausen. Ja, es ist schön, dass du auch das immer machst, aber... Du bist dumm. Komm mal, springen. Wir kennen es ja. Da. Ich glaube, mal nach links klicken müssen, aber egal. Und schon wieder. Und immer auf mich. Du bist dumm. Blöder Geist. Also. Geht doch. Hätte ich mir das Heilen sparen können, die eine Runde. Blub. Repo. Repo und Tiu. Ja. Tempo schon wieder vom Level ab. Denkst du, ich hätte ihn uns seinen Namen sagen lassen sollen? Ja, ich denke schon. Nun, kein Grund zur Sorge mehr. Komm schon, Ryu. Das war der letzte im Bunde. Dum, dum. Peltel. Das war der blaue. Nee, der rote. Du wurdest also auch besiegt. Der gelbe? Dox. Hm. Konnte nicht mal meinen Namen sagen. Ich sitze hier mit einem breiten Grinsen, weil ich gleich weiß, was passiert. Tora, der Toast. Wir müssen etwas tun, bald. Da haben wir den Obermacker, nämlich noch. Kasen. Kassen. Unsere einzige Hoffnung ist der lebende 13. McNeil. Jetzt kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorlesen kann. Kansai. Hm, glaube nicht, dass er das schafft. So du willst! Lichtrennen, oder? Tja. Makrofehler? Wäre dumm? Ich weiß es nicht. Verratet mir diese Szene genau wie die anderen, die ich schon fragen wollte. So, ich habe keine Magie mehr vom Tempo. Das ist scheiße. Benutzung des Lifts. Den Schalter drücken. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind Diplom-Ingenieur jetzt geworden durch diese Ankündigung. Den Schalter benutzen. Na komm schon. Willst du den Lift benutzen? Jo. Da stand nur Schalter benutzen, nicht den Lift benutzen. Aber nach oben. Ding, wie höflich. Da ist noch ein Schrank. Nichts. Uah. Komm, ich bin gerade bei 53 Minuten. Da oben ist ein Speicherpunkt. Das würde wunderbar ausgehen. Aber ich kenne mein Glück. Dong. Dong. Und noch einmal los. Ach, er ist süß. Schwuppdiwupp. 5 und 0.
Jung und hoch. Hehe. Und wir sind übrigens auf dem Dachboden, das heißt... Was macht dein Bett hier? Ja, was macht das hier bloß? Möchtest du ruhen? Na gut, dann mach noch weiter eben kurz. Sonst kriege ich wieder Probleme beim Schneiden und mein letztes Video ist wieder eine Minute lang oder so. Oh, stricken. Und ricken.